Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch die kugelsicheren Helme färben könnt. Ja, das Ganze machen wir auch mit dem Bev-Glitch, das heißt, dafür benötigt ihr zwei Konsolen. Oder ihr macht das Ganze mit einem Freund. Ebenso benötigt ihr einen bunten Helm. Welchen Helm das ist, ist völlig egal. Darf aber kein schwarzer Helm sein. Um den Helm nämlich zu färben, benötigen wir einen bunten Helm. Und ja, ebenso benötigt ihr noch das Programm NetCut. Link zum Download werdet ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung finden. Ja, in diesem Video hole ich mir jetzt den weißen kugelsicheren Helm. Welche Farbe, welcher Helm hinterher ergibt, müsst ihr auf jeden Fall da mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Ich werde euch da auf jeden Fall alles verlinken. Und dann würde ich sagen, dann lass uns auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns zunächst zu einem Bekleidungsladen, gehen dann an die Kasse, zu den Standard-Outfits, ziehen dann einmal das Bequemlichkeit-Outfit an. Anschließend ziehen wir sämtliche Accessoires aus, das heißt Fallschirm, Brille, Masken, sämtliche Accessoires alle ausziehen. Von dort aus gehen wir dann einmal zu den Hüten, dann gehen wir zu den Rockerhelmen und dort kaufen wir uns dann jetzt den Pick-Ass-Kuppelhelm. Für den Pick-Ass-Kuppelhelm bekommen wir dann hinterher den weißen kugelsicheren Helm. Wie gesagt, welcher Helm dann hinterher welche Farbe ergibt, werde ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Das Outfit, das speichern wir dann einmal ab. Als nächstes wählen wir uns dann einmal das Outfit aus, wo der bunte kugelsichere Helm drauf ist. Als nächstes machen wir dann einfach den Teleskop-Glitch. Das heißt, wir glitchen uns dann den Helm dann auf unser C1-Outfit drauf. Haben wir das dann gemacht, dann gehen wir nochmal an die Kasse, speichern das Outfit dann einmal ab. Und zwar speichern wir das Outfit als C2-Outfit ab. C1 steht für Konsole 1, C2 steht für Konsole 2. Und ja, als nächstes machen wir jetzt den Bev-Glitch, das heißt, wir ziehen uns einmal das C1-Outfit an, ziehen uns dann eine Brille an, als nächstes öffnen wir dann NetCut, drücken dann auf das WLAN-Symbol, machen das Internet auf unsere PlayStation aus, loggen uns dann über unsere Zweitkonsole ein. Wir müssen dann mit der Zweitkonsole vorher schon im Story-Modus sein, damit wir dann schneller im Online-Modus sind. Wir starten dann eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Dort angekommen öffnen wir das Installationsmenü, dann gehen wir auf Stil, wechseln auf das C2-Outfit, ziehen dann einmal die Brille an. Wir warten einmal die goldene Ladeschnecke ab, drücken Steuerkreuz nach unten, wechseln auf einen Story-Mode-Charakter und gehen einmal in den Story-Modus. Wir gehen dann wieder auf NetCut, drücken wieder auf das WLAN-Symbol, machen das Internet auf unserer PlayStation wieder an, ziehen dann ganz schnell die Brille aus, dann werden wir wieder ausgeloggt, anschließend dann diese Fehlermeldung dann bekommen, diese einfach akzeptieren, dann werden wir in den Story-Modus geladen und vom Story-Modus aus starten wir dann wieder eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und ja, jetzt in der Open Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass ihr jetzt den weißen kugelsicheren Helm habt. Und ja, den kugelsicheren Helm, den könnt ihr jetzt auch wieder per Teleskop-Glitch ganz einfach auf ein beliebiges Outfit übertragen. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.